Ganz ehrlich, so machen das die Profis. Also ich kann euch kaum das Glücksgefühl von ihm erklären. Guckt ihn euch an, der ist echt super happy. Erster Tag in seinem neuen Belly. Okay, mein Zeug ist gepackt, mein Belly ist fertig. Ich brauche ein bisschen länger, weil ich habe halt Echolot und Anker und den ganzen Schradderdamm. Die eine Box platzt halt, habe ich den Hals wieder nicht voll gekriegt, meine Köder mitzunehmen. Routen werden eingepackt, Zeug wird eingepackt und dann melde ich mich wieder, wenn ich selbst unterwegs bin. Also eins muss man ihm lassen, da hat er recht. Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder im Belly. Es ist schon geil. Und an die lieben Zeck-Freunde, guck mal. So. Drin ist es. Also vorher irgendwie vorweichen, aufdehnen. However, aber bereitet es vor, weil wir haben da echt jetzt irgendwie eine Viertelstunde länger gebraucht, um mal endlich aufs Wasser zu kommen. Ich gucke mir mal meine neuen Konstruktionen an. Ich habe hier mein Echolot im Einsatz und das Schöne ist, ich habe eine neue Halterung dran. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, das ist jetzt eine Halterung, die wird so geliefert. Ich gehe einmal mit der Kamera außen drum rum, guck mal. Auch von Railblazer wieder und die passt exakt. Das ist halt so geil, wenn ihr mehr oder weniger euch Equipment kauft, was einfach auch so hinhaut. So, und jetzt tue ich mal hinten unser Teil ins Wasser. Ich habe mir jetzt schon hier die Gewässerkarte von diesem Ort rausgesucht gehabt. Die hat er jetzt schon eingeladen und jetzt muss ich das ganze Ding mal starten. Dann muss ich einfach mal schauen, dass er auch so alles erkennt. Immer ein bisschen was für euch zum Zeigen. Echolot zeigt ordentlich Aktivitäten. Ich muss jetzt mal ein bisschen rudern. Zeige ich euch dann gleich noch ein bisschen besser. Ich gebe euch mal einen Blick aufs Echolot. Könnt ihr unten schön die Bodenstruktur sehen. Könnt auch sehen, dass da ordentlich Fischbewegung ist. Nochmal, wir haben jetzt Winter. Sag ich mal so 3-4 Grad haben wir. Aber es ist kein Wind. Also das ist extrem angenehm für uns. Aber ihr seht hier ganz ordentlich die Fischbewegungen, die wir hier haben. Gibt auch viel auf dem Grund, was so passiert. Also kann durchaus sein, dass da ein paar Räuber vielleicht stehen. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier entlang fahre. Da kann man mir eben bei den Echoloten, die eben auch das Kartenmaterial mitliefern, habe ich im Vorfeld das mal eingelesen, die Ecke. Und da hinten sehe ich meinen Kollegen. Da hinten ist er. Und da rudere ich jetzt hin. Oh. Ich habe jetzt gerade noch mal die Kamera angemacht, weil ihr hier sehr schön sehen könnt. Diese Bewegung, die hier auf dem Echolot drauf ist. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen drehe. Wir haben hier 41 Fuß. Das sind es 31 Fuß. Ungefähr 10 Meter. Und hier auf dem Echolot diese Spuren, die jetzt hier gerade hinten dran verschwinden. Das ist mein Kollege, der hier seine Köder auswirft. Kann man sehr schön sehen. So gut sind die Echolote halt. Jetzt ruder ich mal zu ihm hin und frage ihn mal, wie so seine erste Tour war. Da oben schwimmen jetzt gerade hier so Weißfische rein. Wie gesagt, 31 Fuß ist es hier tief. Das heißt, 15 Fuß ist der Radius, den wir hier unten haben. Also 15 Fuß links, rechts, vorne, hinten. Da sind die Fische unterwegs. Momentan ist unten gar nichts. Er bietet unten seinen Köder an, sondern eher so im oberen Mittelwasser. Ja, warte, ich komme zu dir. Vielleicht sollten wir dann hier ein bisschen ankern und dann vielleicht nochmal so ein paar Würfe hier die Region machen. Ja. Also, weil vertikal direkt kann man eh nicht angeln, weil es hier immer treibt. Also das Zeckboot hat eben hinten auch eine Vorbereitung für eine Elektromotormontage. Das ist natürlich super interessant. Müsste ich bei mir nochmal. Ich tippe mal so bei 30 Euro, 40 Euro fängt das an. Und ich habe aber auch schon Bootsmotorenmontagen gesehen, die so an der Seite befestigt werden. Die kosten dann schon plötzlich 150 Euro. Also ein Elektromotor geht noch. Was halt auch schön zu sehen ist,
Ich habe hier auf dem Belly echt viel Platz und wenn man mal so nach hinten guckt, guck mal, da habe ich noch meine Kiste, wo auch noch mal was reinkommt. Also vom Platz her ist es echt ideal. Und was mich heute besonders freut, ist, dass diese neue Halterung, ich gehe mal hier rüber, dass hier diese neue Halterung, also dieses Verlängerungsteil, was ich gemacht habe, dass das halt ideal zum Rudern ist, weil das diese Befestigung einfach über die Ruder hinaushebt. Hier auf der anderen Seite die Befestigung von einem Echolot, nicht mehr mit dieser Hebeplatte, hilft einfach auch extrem. Wenn man das jetzt noch ein bisschen höher setzt, dann ist das auch mit dem Rudern auch nochmal besser. Also beim Rudern stört es nicht, aber ihr seht, wenn ich so frei treibe und wir haben jetzt gerade ordentlich Wind, dann merkst du es halt schon. Okay, ich mache mich wieder mal ans Angeln. Weil das ist wirklich sehr wichtig. Sobald Wind aufkommt und du auf dem freien Gewässer bist im Bellyboot, wird es halt durchaus auch ungemütlich. Und hier mein Kollege, der wird hier gerade ganz schön dagegen getrieben. Das ist natürlich keine Gefahr, weil er ist ja da sehr, sehr safe. Aber trotzdem, ich bin jetzt hier windgeschützter besser unterwegs. Wenn ich dir helfen soll, gib Bescheid! Also was man schön sehen kann, ist, dass er mit dem Zeckboot durch diese kürzeren Ruder mehr oder weniger nicht voll diese Ruderlänge durchziehen kann. Ne? Also er kommt so, sag ich mal, bis zu zwei Dritteln mit seinen Rudern nach hinten. Ich zeige euch das mal, wie es bei mir aussieht. Wenn ich normal rudere, dann komme ich wirklich hier bis fast an die Wand von dem Belly. Und er macht so Dreiviertelbewegung, weil er einfach nicht weiterkommt und gleich rammt damit. Aber es ist tatsächlich, man sieht das, ne? Also deine Bewegung ist eine ganz andere als meine, weil ich vom Rudern her viel mehr durchziehen kann. Guckt. Das ist so Dreiviertel. Das ist echt ein großer Unterschied, was die Bewegung betrifft. Was bedeutet das für uns? Wenn ihr ein Boot sucht, wo es vielleicht um eine größere Strecke geht und ihr wollt keinen Elektromotor haben, würde ich eher sagen, sind die längeren Ruder besser. Was man natürlich versuchen kann, ist, längere Ruder dort dran zu machen, weil die Befestigung als solche sieht wirklich gleich wieder aus. Ne? Also es kann auch durchaus sein, dass man meine längeren Ruder an das Belly von Zeck dran machen kann, weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren. Das Belly von Zeck hat aber hinten diesen Spiegel für den Elektromotor und ich denke, da war dann der Ursprungsgedanke, wenn man damit weiterfahren möchte, also jetzt nicht so wie wir machen heute echt ein bisschen Strecke, weil wir das auch austesten wollen, aber wenn man eben nicht so, wenn man eben weiter rausfährt, dann holt man sich eben einen Elektromotor und batscht den da hinten drauf. Also dafür ist das eben auch mehr oder weniger vorgesehen. Wenn das vielleicht die Idee ist, dann ist es natürlich wieder gut gelöst. Mein Belly hat halt gar nichts von diesen Vorrichtungen. Also man muss sich das alles dazu kaufen, das kostet wirklich auch richtig Geld. Und wenn man die beiden Bellys mal miteinander vergleicht, dann liegen die so in der gleichen Range, ich sag mal so in dem Bereich von 500 Euro. Allerdings, wie gesagt, das Zeck-Belly hat halt diese ganzen Zubehörteile dran. Das heißt, das hat schon mal einmal den Rutenhalter mit dabei und hat eben auch die Steckverbindung, um diese Rutenhalter dort drauf zu machen. Das Belly von mir ist natürlich vollkommen nackt gewesen und ich musste nochmal so zwischen 200 und ein bisschen drüber Sachen investieren, um hier meine Rutenbefestigung zu machen. Dafür habe ich auf der anderen Seite viel mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Teile reinzumachen. Im Beispiel nochmal hier diese Verlängerung genannt, die ich jetzt eben dran gemacht habe, damit ich eben besser rudern kann und dass dieser Rutenhalter eben besser hier steht. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Befestigung selbst entscheiden, wo ich die dran machen möchte. Und ich habe die eben jetzt hinter die Ruder gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Zeckbefestigung vorne dran, also vorne.
auf den Schläuchen, weil die da auch ein bisschen massiver sind. Da ist mir halt diese Freiheit, das selbst zu entscheiden und auch das, die Firma auszusuchen, mit der ich das gerne verwirklichen wollte, eben auch, kommt mir halt mehr entgegen, ja, an dieser Stelle. Was ist noch aufgefallen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Belly von ihm ein gutes Stückchen schwerer ist als meins. Das wird dann gerade bei diesen langen Strecken, die ich manchmal laufe, so mal 1,5 Kilometer mit dem Belly auf dem Rücken, da macht sich das schon bemerkbar. Was ich allerdings gerade für den Transport super gelöst finde, ist, dass dieser Sitz nochmal eine Zusatzbefestigung hat. Also die fällt ihm dann hinterher nicht runter, wenn er das sich auf den Rücken schnallt. Also das fand ich richtig gut. Und außerdem habe ich gesehen, dass diese Riemen, womit man das Boot transportiert, die tatsächlich auch schon gepolstert waren. Also die können wir uns auch hinterher nochmal genauer angucken. Aber das ist schon ein sehr, sehr gutes Material, was damit gegeben wurde. Was wiederum bei meinem Boot, das waren ja so ganz normale, stinknormale Gurte gewesen, ohne irgendwelche Polsterungen. Und die habe ich ja auch schnurstracks ausgetauscht, weil die einfach in meine Schultern reingeschnitten haben, gerade wenn ich das Bellyboot längere Zeit im Sommer transportiert habe. Und das war dann echt unangenehm. Dann konnte man das auch nicht lange Strecke tragen, ohne da nochmal separat was drunter zu legen. Also das sind so diese Pro und Cons. Wenn ich jetzt so eine Entscheidung treffen müsste, kaufe ich mir das Zec Belly oder bleibe ich bei meinem? Dann würde ich sicherlich bei meinem bleiben, nicht nur, weil ich so viel dran rumgebaut habe, sondern weil diese Unterschiede einfach nicht so gravierend sind, um zu sagen, das lohnt sich da ein neues zu kaufen. Ja, also wenn ich einen E-Motor drauf haben möchte, dann baue ich mir hinten dran einen Spiegel, dann kostet mich das halt nochmal ein paar Euros, aber dann habe ich das eben auch. Vom Sitzkomfort oder von der Sicherheit her würde ich sagen, sind die beiden Boote ziemlich gleich. Also ich habe in diesem Boot und auch zum wiederholten Mal jetzt gesagt gekriegt, in einem Zeckboot gibt es halt keine Probleme, also dass man sich da irgendwie unsicher fühlt. Und ihr wisst das, es gibt auf dem Markt diverse, da sitzt er tatsächlich mit dem Hintern im Wasser. Ich gehe mal hier nach unten, ich sitze hier null im Wasser und ich wiege auch ein paar Gramm über 100 Kilo. Also von daher ist das immer ein sicheres Gefühl. Wohl dem sind wir hier heute nicht unbewusst zu zweit unterwegs, weil hier geht es teilweise richtig tief ab und da möchte man auch nicht verlieren. Das, was hinterher übrig bleibt, ist tatsächlich die kürzeren Ruder beim Zec. Die würden mich persönlich jetzt stören, weil das eher so ein Paddeln ist und jetzt nicht so ein richtiges Rudern. Und ich ziehe ja wirklich richtig durch. Das macht so den Unterschied aus. Dann habe ich keine Befestigung für die Füße gesehen. Ihr seht, guck mal, ich habe ja hier diese Bänder, die sind hier eingespannt und da lege ich immer schön meine Füße drauf. Ja, also das gibt mir nochmal so ein bisschen Halt, dann pendeln die auch nicht so rum. Diese Befestigungsgurte habe ich jetzt bei dem Zec nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht gezielt gesucht. Er hat sie jedenfalls nicht festgemacht, das heißt, seine Beine baumeln da mehr oder weniger im Wasser rum. Und gerade wenn man rudert, sollte man eigentlich versuchen, die Füße möglichst raus aus dem Wasser zu kriegen, damit man weniger Widerstand hat. Das ist halt bei ihm jetzt nicht so gegeben, aber es kann ja sein, dass er diese Gurte einfach nicht festgemacht hat. Boah, hier wird es echt richtig kalt. So, ja, Taschen fand ich bei ihm super ideal. Wobei, ihr seht es bei mir, meine große, neu dazu gekaufte Tasche. Hier nochmal, ist ein buntes Tohuwabo, alles ein bisschen durcheinander, wirkt auch nicht so richtig ausgeklügelt. Ich habe jetzt die original alten Taschen wieder drauf gemacht, auf der anderen Seite. Und siehe da, Batterie ist untergebracht, hier diese schönen, ich kann euch die wirklich nur empfehlen, verlinke ich euch, diese schönen, die hier super reinpassen. Das ist halt echt eine wahre Freude für die Ordnungsfanatiker. Unter euch. Also von daher, hier passen 4 Stück rein, 3 große, 1 schmales. Das ist halt schon richtig cool. Das ist echt viel Platz. Super aufgeräumt, keine Probleme. So soll es sein. Seht ihr das? Wie weit ich mit dem Ruder nach hinten komme? Dann kann ich natürlich so eine Bewegung viel besser durchziehen.
Aber Moritz holt auf. Wahrscheinlich, weil er in meinem Fahrwasser unterwegs ist. Okay. Ich glaube, ich rede zu viel. Ich sollte mich mehr aufs Rudern konzentrieren. Aber es ist schön zu sehen, dass er damit so zurechtkommt. Ich meine, Jungfernfahrt, neues Belly, alles neu. Und das ist echt genial. Eine Freude zu sehen, wie der da arbeitet. Das ist echt genial. Also Leute, der Junge ist 16. Überlegt euch das einfach. Steht auf von euren Double Stations. Besorgt euch irgendwie so ein Bötchen. Leiht euch das aus bei einem Kollegen. Müsst es ja nicht direkt kaufen. Kauft euch das zu zweit, zu dritt. Und dann geht angeln. Darum geht's. Ich würde sagen, ein gelungener Tag. Leider nicht die Fische jetzt gefangen, die wir gerne wollten. Aber vom Spaßfaktor fast nicht zu toppen. Ich schaue jetzt halt, Belly ein bisschen ranzuziehen. Jetzt wird es ein bisschen wackeln. So, meist ist schon vorbei. So, Moritz kommt langsam rein. Schwätzchen gehalten oder? Schwätzchen gehalten oder Luft ausgegangen? Alter, endlich mal wieder festen Boden. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, mach du dich mal klar. Ja, das reinkriegen ist dumm, ja. Kommt erstmal ordentlich raus. Genau. Wollen wir sowas wie ein Fazit mal machen? Ja? Wollen wir sowas wie ein Fazit mal machen? Okay, erster Eindruck? Auf jeden Fall definitiv gut, würde ich sagen. Relativ hochqualitativ. Ja, hochqualitativ, genau. Hochqualitativ, fühlt sich gut an. Es lässt sich auch relativ gut rudern und sowas. Und man fühlt sich halt sehr, sehr sicher. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe das vorhin auch schon gesagt gehabt, also unabhängig von dir, großer Vorteil ist halt dieses Safety, ne? Dass du halt Safety bist und dass das sichere Gefühl. Okay, ja. Dann machen wir kurz Abmoderation. Genau. Nichts gefangen, ja, aber Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Ja, machen wir nochmal. Unterm Strich zu sagen, beide Bellies, coole Sache. Ja. Safety sind sie, deine Ruder sind ein bisschen zu kurz. Ja, habe ich so das Gefühl. Kurz, aber es geht auch. Aber es geht, genau, es geht auch. Ansonsten Elektromotor dran. Und ansonsten bleibt dran, geht raus bei dem Wetter. Macht's gut und wer fängt, hat Hecht. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Angeln ist nicht für Weicheier.